Moin. Moin, Leute. Moin, moin, moin. Okay, das reicht dann auch. Ja, wir bekommen eine neue Sniper in Black Ops 4 und nein, ich habe sie noch nicht, weil sie ist noch nicht draußen, aber ich kann euch schon mal ein bisschen was von ihr zeigen. Aber erstmal die besten Kommentare der letzten Videos. Gutes Gefühl, wenn Max ein Video hochlädt, da ich weiß, das kann nur geil werden. Danke dafür. Und ich habe mir dein Chillout-T-Shirt gekauft und ich freue mich schon mega, mach weiter so. Vielen lieben Dank, Mann. Danke für den ganzen Support. Gerne die Kommentare wieder voll spammen und dann nehme ich was in die nächsten Videos rein. Ihr wisst ja, die neuen Shirts sind am Start. Könnt ihr gerne mal auschecken. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ihr bekommt auch immer eine Autogrammkarte mit dazu. Und ich sehe hier zerstörbare Türen. Brandneuer Content hier. Und natürlich werden wir, wie es passend zum Thema des Videos auch passt, heute ordentlich snipen, mit der Locus abgehen und Streaks machen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ich habe übel Bock, gerade damit reinzugehen. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue, weil wir tatsächlich in BO4 hier noch eine neue Sniper bekommen, die auch relativ gut werden soll. Da wurde in den Files, ich glaube in den Files war es. Oh, 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 nee, gut. Oh, dieser Hitz immer. Ah ja, ich habe eine RK7 mal wieder mit dabei. Abwechslung muss sein, Leute. Ja, eine halbautomatische Sniper wird es. Das heißt, erstmal so, ja, wird es jetzt eine neue Vendetta oder eine neue SDM oder sowas? Aber ich glaube nicht, Leute, weil man munkelt so ein bisschen. Das ist so die... Oh mein Gott, ich habe so das Tomahawk kassiert. Das gucken wir uns kurz an. Zeig her. Guck mal, er leckt sich irgendwo hin. Trifft mich perfekt im Sprung, ich hole ihn auch. Aber Streaks oder Feeds müssen heute definitiv gemacht werden. Sonst gehe ich hier nicht aus diesem Video. Ich bin übrigens gerade in L.A., während ihr dieses Video hier seht. Und werde für euch Modern Warfare anspielen. Und da wird natürlich auch schöner neuer Content entstehen. Den werde ich natürlich auch hier hochladen. Donnerstag 19 Uhr ist ja Reveal. Und da würde ich euch empfehlen, einzuschalten. Ist doch dieses neue Modern Warfare, oder? Oh, den Kollegen und den Kollegen. Aber lasst uns bitte erstmal über diese neue Sniper, die da bald kommt, reden. Und es heißt nämlich, oh, easy, dass diese Waffe die Gegner auf dem Kopf und der Brust One-Shot killt. Also wenn man das mit der Locus vergleicht, könnte man eigentlich denken, es wird ungefähr so wie die Locus. Aber das Geile ist halt, dass die Locus wesentlich langsamer schießt. Kann ich den Quad bitte fertig machen? Also die ich hier gerade... Das ist mal die schlechteste Killcam, die ich gesehen habe. Da war ich sogar auf Streak. Aber pass auf, Leute. Die Locus hat ja eine relativ geringe Feuer. Junge, ich komme nicht klar. Ich mache fünffach. Mann, das Game hält mich gerade maximal davon ab, euch zu erzählen, was ich euch erzählen will. Und die Locus schießt halt langsamer als die neue Sniper, die da kommen wird. Die Javelina wird sie wahrscheinlich heißen. Und es ist natürlich noch nicht 100% confirmed, dass sie auch... dass sie diesen Namen hat. Alter, weil der Name wurde jetzt in der Vergangenheit auch schon nochmal geändert zu Javelina AA50. Also gehe ich mal davon aus, dass sie so heißen wird. Und hört sich eigentlich auch ganz nice an, der Name. Oh, aber wenn ihr euch vorstellt, dass die neue Sniper eben eine halbautomatische Sniper ist, die du halt echt durchtriggern kannst wahrscheinlich oder einfach relativ schnell triggern kannst, dann gehe ich persönlich davon aus, dass man mit der besser noch klarkommt sogar als mit der Locus oder sie einfach eine richtig krasse Waffe wird, vergleichbar eben mit der Barrette aus MW3, die du halt auch auf die obere Brust immer One-Shot gegeben hast und du damit aber auch ultra die Feeds gerissen hast, weil du halt echt wenig Hitmarker bekommst. Und ich bin ultra gespannt, werden wir die Killcam hier nochmal sehen, wie die sich hinterher spielen wird und ob die zum Beispiel halt auch jetzt wieder in Supply Drops gelockt ist oder eben nicht. Damit will ich nämlich jetzt die Diskussion eröffnen, was ihr denkt, ob die in Supply Drops sein wird oder ob sie eben in der neuen Operation sein wird. Meine Meinung ist nämlich gerade, lol, entweder kommt die M16, die auch kommen soll, in Supply Drops oder eben die neue Sniper. Und das ist halt einfach so eine 50-50 Chance gerade, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so alle neuen Waffen jetzt wirklich wieder in den Kisten kommen. Machen wir uns nichts vor, das wäre absolut frech, wenn die das so machen würden. Warte mal, nein, 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 ich will die noch haben. Zeigt euch. Ja. Nein, nein, nein. Die klauen mir alle Kills. Muss auch noch Kills machen. Oh, AFK, da nehmen wir natürlich auch gerne mit. Aber ich will ja auch noch nebenbei auf die Streaks gehen. Das geht. Oh, lol. Jawohl. Das geht natürlich nur, wenn ich mich auch ein bisschen konzentriere noch. Aber die Diskussion steht natürlich noch offen. Also da traue ich denen auch alles zu, dass die komplett alle Waffen wieder in den Drops richtig ekelhaft verstecken. Übrigens sind auch schon Aufsätze sogar für die neue Sniper bekannt, deswegen kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass die nicht kommt. Also die ist eigentlich schon confirmed. Da wird es Holo, Iron Sight, Dual Zoom und natürlich das dreckige Recon-Visier geben. Und Aufsätze muss ich einmal ganz kurz ablesen. Großkaliber, Griff, erweitertes Magazin, Vollmantel, Großkaliber 2, Stabilisierer, Speedloader und Schaft. Was ist Speedloader? Das ist Visierlader. Auf jeden Fall hört sich Großkaliber 1 und 2 sehr, sehr krass an. Ich meine, das kennen wir ja von der Paladin, die ist ja auch übel das One-Shot-Beast. Und dann könnte das die Javelina auch werden. Ey, ich freue mich gerade so. Bitte sei nicht hinter Drops versteckt. Ich persönlich habe nämlich keine Lust, nochmal einfach so Unmengen von Geld da wieder reinzuknüppeln, bis ich diese Sniper gezogen habe, wie bei der Locus jetzt wieder. Da hatte ich ja sogar krass Glück, dass ich die dann irgendwie aus der Bestechung bekommen habe.
Ha, du kleiner Reaper-Noob, du. Aber hört euch doch nochmal diese Aufsätze an, so mit Großkaliber 1 und 2, dann Stabilisierer und. Also wir werden damit auf jeden Fall, sollte ich sie kriegen, definitiv Spaß haben. Mal ein bisschen reinhardscoppen, muss mal kurz sein. Na, frech, was die Gegner hier da machen. Guck mal, ey, diese Tarnung ist so geil. Get wrecked. Alter Falter, Mann. Das sind hier übel die knappen Kills. Oh, let's go. Come on. Come on. Ah, hier. Oh, da hinten spawnt er. Colette. Gib mir noch mehr, bitte. Wir müssen eigentlich immer noch hier spawnen. Ich muss hier kurz weg. Gönnt euch. Nein, in diesem Modus werde ich nur weggeslidet. Oh, da unten. Komm. Schnell die Kills wieder. Ey, wir rasieren hier aber hart. Ihr merkt, der Spiel gerade wieder abgespeckt. Einfach schön ohne Spezialisten. Muss manchmal auch sein. Die Runde wird noch fett beendet. Oh, lecker Tarnung. Komm. Boah, ich treffe ja heute alles. Haut da rein. Jawohl, Alter. Leute, ich merke, wir machen hier unnormal Kills. Warte. Die noch. Ach, du Heilige. Also 50 Kills wären es gerade nicht mehr, aber ich bin gerade im guten 40er-Bereich. Komm schon, ein paar sind noch drin. Erster. Der versteckt sich. Komm. Und. Nee. Meiner. Ich brauche die Kills. Und jetzt hier oben nochmal. Ach du. Ich mach Double Hit. Nee. Schnelles Ding, schnelle Welle. Und da oben. Und das war die Runde. 48 Kills. So, durchatmen, jetzt kann ich weiter über das Thema reden, während wir die Killcam gemacht haben. Also, neuer Sniper ist am Start bald, M16 kommt und schreibt mir jetzt erstmal unten rein, was ihr davon denkt, ob sie wie die Barrett wird, also wirklich eine sehr starke. Und wenn ihr könnt, spart euch die Waffenbestechung auf jeden Fall noch, bis die neuen Waffen kommen. Ich habe gerade eine richtige Theorie, die Sinn macht, weil bisher kamen ja alle DLC-Waffen oder halt neue Waffen, die wirklich neu waren, also wie die Vendetta oder die Stachelrochen und Stachelrochen jetzt nicht, aber es kamen viele neue Waffen, die wirklich halt neu designt wurden, wie eben jetzt auch die Javelina, kamen tatsächlich in den Supply-Streams. Also Stachelrochen weiß ich, war jetzt nicht dabei, aber so die Argus, die Locus und halt eben alle Hoppala. Alle Waffen, die eben aus Black Ops 3 und so weiter kamen, die kamen in Supply Drops. Und das wäre dann meine Theorie, warum eben die Javelina möglicherweise nicht in Supply Drops kommt, sondern im neuen Stream. Oh, bitte lass uns einfach zusammen Daumen drücken und dann wird das schon. Easy Wallbang, machen wir einfach mal. Den nächsten und den da hinten, come on. Da kommen sie, erster und oh, bin ich low. Heil mich. Immer kurz was streakt, Mann. Danke. Aber keine Sorge, ich mache hier heute noch die Streaks. So viel Spaß muss sein. Und im Endeffekt macht es auch gerade einfach nur übertrieben Bock, mit der Logos die Gegner hier schön auseinander zu knöppeln. Was ist beim Deutsch los? Punkte für die Streaks vielleicht, Leute? Oh ja. Sind jetzt wieder hinter mir her, oder was? Komm. Ich mache ich so platt. Alter, hab ich Bock. Nein, Teammate, dankeschön. Schotti, lass mich in Ruhe. Leute, ich lebe noch. Noch lebe ich, da ist er. Oh, bitte nicht. Da kommt noch mehr. Nein, das gibt's doch nicht, du Kack. Komm, er heilt sich schnell, natürlich, und dann... Also so viel auf jeden Fall zu Javelina Sniper. Ihr habt ja auch ein bisschen was davon schon sehen können in dem Trailer, der eben... Nein. Der eben schon existiert. Boah, jetzt hab ich dich, du kleine Sau, ne? Übrigens, jetzt wenn ich... Oh, ich muss den gerade so hart scoren, weil diese... Oh, natürlich, guck mal, dann machst du einmal wieder einen schönen Quickscope, kriegst einen Hit. Ich mach hier nur Hits die ganze Zeit, ne? Ein Hit nach dem anderen. Ja, hier sind noch so viele. Guck mal, der Kopf. Na, Junge. Ich weiß jetzt schon, wenn die wieder in Supply Drops kommt, ich werde sie nicht ziehen. Oh, ich bin ja nur realistisch, wisst ihr? Ich versuche mir da gar keine Hoffnung zu machen. Während wir gerade auf die Lobby warten, habe ich eine kleine Aufgabe für euch. Ich bin ja gerade in LA und poste da auch Bilder und Stories und so weiter. Deswegen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, gerne mal einfach Instagram Handy nehmen. Dann tippt mir da jetzt mal ganz kurz Max Chillig ein und dann könnt ihr einfach die Stories gucken, einfach mal reinfolgen. Würde mich mega freuen, wenn ihr es machen würdet, falls ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt gehen wir weiter in die Lobby. Einfach mal folgen, ne? Danke. Ich eskaliere jetzt einfach nochmal völlig komplett. Das kann so nicht weitergehen. Einmal jetzt den Spezialisten raus. So, ganz da hinten schon mal. Ey, was ist mit meinem Aim gerade los? Jawohl, Junge. So, oh, Hellstorm haben wir schon. Ich bin gerade gut auf dem Weg, Mann. Wir machen das jetzt. Einmal die und den auch noch. Triple. Weiter geht's. Ach, Scharfschützen sind auch schon am Start. Das geht ja übel schnell. Guck mal, der Typ, ganz frech. So, Moment ist raus. So, ich bin bereit, Leute. Ich hab Bock jetzt. Komm. Zeigt mir einfach eure ganzen Köpfe und ich mach die Streaks. Klar, Junge. Alter Falter. Es kann losgehen. Ich merk das schon. Der Hex-Max am Start, oder wie? Okay. Ich habe ganz komische Gegner gerade. Also machen wir eine Challenge draus. Wenn ich das gegen die schaffe, dann schaffe ich es gegen die, wa? Dann habe ich es gegen die geschafft. Und der Typ, der muss nachladen. Das heißt, mein Kill. Und mein Kill. Und... Was ist denn jetzt los?
Ey! Ja. Mhm. Genau. Das ist übrigens auch kein Hack, das ist immer noch ein Spezialist. Nein, nein, scheut er nicht. Gleich kommt's, Leute, gleich kommt's. Die werden gemacht. Nummer 1. Nummer 2. Kommt, zeigt euch alle. Ist wieder keiner, ne? Ha. Achtung, Achtung, letzte Runde. Lecker. Komm, 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 komm. Nee. Ja, Leckerli. Moin. Ist... Boah, Junge. Boah, jetzt, jetzt habe ich Bock. Collateral. Noch ein. Ich glaub's nicht. Was geht jetzt für eine Party? Geil, Alter. Armbrust ist ja voll geil. Nee. Bevor ich mich hier völlig vergesse gleich noch, beende ich das Video an der Stelle, Leute. Vergesst nicht, Donnerstag 19 Uhr, da geht's los mit Modern Warfare. Vergesst nicht, mir zu schreiben, was ihr von der neuen Sniper haltet, ob sie bald kommt, ob sie in Supply Drops kommt oder nicht. Daumen sind gedrückt. Ich werde auch nochmal nachfragen jetzt in LA. Mal gucken, ob ich was aus denen rauskriege. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und auch was das neue COD angeht, werde ich euch mit allen Infos füttern, euch alles sagen, was ich darf und kann. Und dann kriegen wir unseren ersten nice Multiplayer-Eindruck, denke ich mal. Und mit den Worten verabschiede ich mich. Hier kommt ihr noch zum letzten Video. Da gab es auf jeden Fall lustige Unterhaltung, weil ich Hardcore gespielt habe mit der Saug. Macht euch noch einen schönen Tag, wir sehen uns Donnerstag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. So, ich gehe jetzt erstmal schön auf Instagram, Max Chili. Tschüss. Geile Stories aus Los Angeles. Nice.